Wenn du dich für eine Wärmepumpe oder eine Inverter-Wärmepumpe dann entschieden hast, dann ist dieses Video für dich mal auf jeden Fall der nächste gute Schritt. Brauchst du noch Hilfe generell zur Wärmepumpe oder Inverterpumpe, dann kann ich dir mein Video empfehlen in der Videobeschreibung bzw. unter tomtu/wp. Fangen wir jetzt aber mal direkt mit der Fortsetzung an. Herzlich willkommen bei tomtu. Schön, dass du bei diesem Video dabei bist. Bei der Wahl des richtigen Standortes muss gesagt sein, die Wärmepumpe sollte nicht in geschlossenen Räumen, wie zum Beispiel ganz spontan in irgendeiner Garage stehen. Die Geräte, die brauchen immer eine Frischluftzirkulation. Ein also Mindestabstand noch von Wänden und anderen Hindernissen, das sollte auch definitiv beachtet werden. Nur so kann ja aus der Umgebungsluft die benötigte Wärme überhaupt entzogen werden und die kalte Luft wieder an ihre Umgebung abgegeben werden. Ein Raum, der würde ja natürlich durch diesen Effekt immer mehr auskühlen und das wäre natürlich ja dann schlecht für die Wärmepumpe, weil halt einfach die Umgebungsluft immer kälter werden würde. Die Wärmepumpen sind meist spritzwassergeschützt und darum sind sie für den Außenbetrieb natürlich prädestiniert. Solange du jetzt deine Wärmepumpe nicht in eine Grube stellst oder den Technikraum baust, und die da reinstellst, die dann natürlich überfluten könnte, ja, ist die halt perfekt zum Beispiel neben dem Pool aufstellbar, so eine Wärmepumpe, ebenerdig. Vielleicht hilft mit einem kleinen Dach noch etwas davor, die direkte Sonne ein bisschen davon wegzuhalten, das ist ja keine Solarheizung. Die hier will ja einfach nur ja, ihre warme Luft ziehen und die kalte Luft 100% irgendwie loswerden können. Die Pool-Wärmepumpe sollte zudem nicht unbedingt auf einem Dach, sondern immer möglichst ebenerdig positioniert werden. Hauptgrund dafür ist natürlich, dass es sehr praktisch ist, an das Gerät ranzukommen, also einfach ja in der Handhabung und dass die Leitungslängen dadurch natürlich möglichst kurz gehalten werden können. Auf so einem Dach ist der Weg einfach viel länger und dadurch natürlich der Wärmeverlust letztlich etwas höher. Als Randnotiz kann man noch sagen, bei einer Pool-Wärmepumpe handelt es sich nicht um eine klassische, wie man es sich vorstellen würde, Klimaanlage. Die Wärmepumpe, die muss im Winter mindestens entleert, noch besser im Haus aufbewahrt werden, wenn man es denn kann, einfach um das Ganze vor Frost zu schützen. Die Steuerung, die erfolgt zudem direkt an der Wärmepumpe. Diese muss also ja natürlich auch irgendwie leicht zugänglich sein, selbst wenn du jetzt ein WLAN-Modul hast oder Bluetooth oder was auch immer. Du hast immer mal das Bedürfnis oder man muss immer mal wieder an das Gerät schnell drankommen und darum ist auch die Dachmontage nicht so geschickt. Dein Poolwasserkreislauf hat eine Saugseite und eine Druckseite. Die Saugseite, das ist zum Beispiel der Skimmer oder der Bodenablauf und die Druckseite, das ist dann die Seite deiner Einlaufdüse, aus denen das saubere Wasser in deinen Pool fließt. Eine Poolwärmepumpe muss immer in die Druckseite montiert werden. Eine Anschlussreihenfolge für das Ganze sähe jetzt zum Beispiel mal so aus. Dann hast du die Sandfilteranlage, dann die Poolwärmepumpe und dann die Einlaufdüse. Hast du zum Beispiel noch so eine UV-Lampe verbaut, dann sieht das so aus. Sandfilteranlage, UV-Lampe, Poolwärmepumpe, Einlaufdüse. Hättest du jetzt zum Beispiel noch eine Dosieranlage montiert, wie jetzt ich hier oben zum Beispiel, dann sieht das so aus. Sandfilteranlage, UV-Lampe, Poolwärmepumpe, Dosieranlage, Einlaufdüse. So wäre dann nämlich diese Chemiebombe von dem hier oben nicht direkt in der Poolwärmepumpe, sondern gelangt halt über die Düsen in den Pool und verteilt sich da entsprechend schön. Mehr zu dem Thema findest du unter Poolanschlussreihenfolge auf tomtu.de/Reihenfolge oder unterhalb von dem Video. Übrigens heißt Sandfilteranlage abgekürzt SFA und beschreibt allgemein deine Filterpumpe und ein Filtermedium. Sand sagt man einfach historisch. Du kannst nämlich auch mittlerweile Glasgranulat oder so Watte da drin filtern. Auch dazu findest du mehr in der Videobeschreibung bzw. auf tomtu.de/filtern. Wie aus dem Video tomtu.de/wp angekündigt oder erzählt, braucht so eine Wärmepumpe einen Heizkreislauf und da drin ist ein Kältemittel. Und der Druck dieses Kältemittels, der ist abhängig von der Außentemperatur, so wie jetzt eben auch gerade mit der Durchflussgeschwindigkeit deines Poolwassers. Ist dein Poolwasserdruck zum Beispiel zu niedrig, also zu schwach, dann kann die produzierte Wärme da drin nicht ausreichend genug an dein Wasser abgegeben werden. Der Kältemitteldruck ist dann sehr hoch. Ist dein Poolwasserdruck zu hoch, also dein Wasserdurchfluss durch die Pumpe viel zu schnell, dann wird zu viel Wärme entzogen und das sinkt dann wieder an dem Kältemitteldruck. Dann ist der Kältemitteldruck halt zu niedrig. Kompliziert. Aber in beiden Fällen funktioniert die Anlage halt eben nicht optimal. Man kann jetzt sagen, je langsamer das Poolwasser durch deine Wärmepumpe durchfließt, ist es grundsätzlich besser bei der Erwärmung. Aber Achtung, bitte auch nicht zu langsam mit der Durchflussgeschwindigkeit. Es muss halt eine richtige Geschwindigkeit haben. Das bitte auch vor dem Kauf einfach in der Beschreibung nachschauen und da auf die Herstellerangaben, wie man das macht. Wie stellen wir das jetzt optimalerweise ein? Richtig. Mit einem Bypass. Wichtige Tipps und den Aufbau von so einem Bypass und vor allem auch Tipps zum Kugelhahn findest du auf tomtu.de/bypass bzw. auch hier unten in der Videobeschreibung.
Am Bypass regelst du jetzt, dass nicht deine volle Wasserkapazität durch diese Wärmepumpe durchfließt. Du leitest also einen Teil des Wassers an der Wärmepumpe vorbei, sofern das halt überhaupt notwendig ist. Oder du nutzt den Bypass, um die Wärmepumpe zu entfernen für eine Wartungsarbeit und kannst ungehindert deinen Filterkreislauf weiterverwenden. Ein Manometer ist verbaut und du siehst einen Zeiger. Das Manometer zeigt übrigens nicht an, wie viel Wasserdruck, sondern wie viel Kältemitteldruck drin ist. Im Übrigen zeigt der Zeiger auch nicht auf Null, denn wenn er auf Null stehen würde, dann liegt eine Undichtigkeit vor oder halt auch generell ein Problem. Achtung, da ist eine Flüssigkeit drin, das ist Glycerin und das ist auch kein Defekt, sondern das hilft, den Zeiger ruhig zu halten, damit er besser ablesbar ist. Als groben Richtwert für den optimalen Druck kann man so sagen, ca. 2 mPa, was 20 bar bzw. 290 psi dient. Das ist so ein optimaler Druckwert. Die zweite Option, die siehst du hier am Display der Wärmepumpe, dass die Eingangstemperatur gleich der Außentemperatur ist. Dein Poolwasser ist also nicht lange genug in der Wärmepumpe drin, um dann erwärmt zu werden. Lass also etwas weniger Wasser durchfließen, sodass zwischen Eingangs- und Außentemperatur ein Unterschied von etwa 2 Grad herrscht. Das Kältemittel in der Wärmepumpe muss übrigens auch nie nachgefüllt oder gewechselt werden. Das hier ist keine Klimaanlage wie bei einem Auto. Im Auto ist alles ständig in Bewegung, warum das Kältemittel deswegen auch entweichen kann. Bei einer Poolwärmepumpe ist es aber wie bei einem Kühlschrank. Das sind stationäre Geräte, da bewegt sich nichts und darum kann da auch nichts entweichen. Manche Poolwärmepumpen haben direkt einen 230 Volt Stecker dran montiert. Steckst du rein, vormontiert, kannst sofort loslegen. Manche haben das aber nicht und ist vorne nur die Kabel dran. Du solltest dann auf jeden Fall einen Elektriker holen, der dir das ganze Zeug dann entsprechend halt anschließt. Wichtig ist noch zu sagen, dass die Stromleitung für so eine Wärmepumpe immer eine eigene Sicherung haben sollte und auf dieser Leitung und keine anderen Verbraucher angeschlossen werden. Tja, macht es jetzt eigentlich Sinn, wenn ich eine Poolwärmepumpe habe und noch zusätzlich eine Solarheizung und das Ganze zusammen einsetze? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, in meinen Augen ja. Das ist von der Poolwärmeausbeute sinnvoll, weil du dann das Beste aus zwei Welten kombinieren kannst. Wie geht das dann? Du würdest in dem Fall beides zum Beispiel über jeweils einen eigenen Bypass in deinen bestehenden Wasserkreislauf integrieren. Praktisch so, als gäbe es halt jeweils nur immer eine von diesen Heizungsarten. Dadurch sind die unabhängig. Zuerst förderst du dann dein gefiltertes Wasser durch diese Solaranlage hier komplett durch, solange eben Sonne vorhanden ist. Wie du das übrigens steuerst, wann hier was durchfließt, kannst du unter tomtut.de/solar oder halt auch in der Videobeschreibung super gerne mal anschauen. Nach dieser Solarheizung kommt dann die Integration der Wärmepumpe. Die braucht ja so lange dann nichts zu tun, weil das Wasser ja schon von hier heiß runterkommt. Fehlt dann aber mal die Sonne und alles ist jetzt wie heute, so 25 Grad, es ist aber alles wolkenbedeckt, dann springt natürlich die Poolwärmepumpe ein. Die Poolheizung-Wärmepumpe wirkt also dann nur unterstützend und übernimmt lediglich die Beheizung, welche halt diese Poolsolaranlage, die Okuplatten nicht hinbekommen, wenn eben einfach die Sonne fehlt. Genau in dieser Konstellation gelingt die Poolbeheizung sehr effizient und darum ein ganz klares Ja, das wäre sogar eine richtig gute Idee. Okay, der einfachste Fall ist, dass die Filterpumpe auch den Durchfluss durch die Poolwärmepumpe jetzt bei dir macht. So steuerst du also die Erwärmung mit der Filterzeit des Pools. Davon mal ausgegangen, dass jetzt schon 3 bis 4 Mal das gesamte Poolwasser durchgewälzt wird, okay? Die Wärmepumpe fängt an zu heizen, wenn mindestens die Bedingungen erfüllt sind. Klar, Wasser muss durchfließen und die aktuelle Ist-Temperatur entspricht noch nicht deiner gewünschten Soll-Temperatur. Ist kein Wasserdurchflussschalter in der Anlage drin, dann muss die aktiv nochmal eingeschaltet werden und dann nochmal das Heizen gestartet werden. Die Anlage schaltet übrigens auch etwas verzögert ein, also 1 bis 2 Minuten kann das je nach Modell sogar sein. Wunder dich nicht, wenn das was Zeit braucht beim Ausschalten und du sie wieder in Betrieb nimmst. Das ist kein Defekt, das ist ein ganz normaler Verzögerungsmechanismus in diesen Anlagen drin. Okay, kommen wir mal ganz konkret zu 2 Pulsana-Modellen, die ich testen durfte. Welche natürlich ganz klar mit dem TomTut10 Gutscheincode bei Pulsana gekauft werden können. Unter tomtut.de/Gutscheine immer mal vorbeigucken. So, das hier ist jetzt die angeschlossene Wärmepumpe. Man sollte sich übrigens nicht unbedingt da drauf setzen. Die Pulsana Prime. Das ist eine On-Off-Anlage und muss eben manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden. Gleich mehr dazu. Das zweite Modell, das ich hier zum Testen habe, ist die Pulsana Inver Perfect. Das ist jetzt dann eine Full-Inverter-Wärmepumpe mit verdecktem Lüfterdesign. Vorne ist hier also kein sichtbares Lüfterrad zu sehen und auch gleich dazu dann noch mehr. Bei beiden Modellen bekommst du im Lieferumfang folgendes Zubehör mitgeschickt. Du hast einmal eine Winterabdeckung, du hast vibrationsdämpfende Stellfüße, die Anschlussteile für die 50er Verrohrung, das liegt bei beiden dabei, und ein Kondenswasserschlauch. Und ja, natürlich eine Bedienungsanleitung ist klar auch dabei.
Zum Kondenswasserschlauch möchte ich noch sagen, überall, wo Wärme und Kälte zusammentreffen, da entsteht natürlich Kondenswasser. Wie viel ist abhängig davon, wie hoch die Luftfeuchte ist. Das ist wie bei einem Wasserkochtopf, wenn du in den Deckel reinschaust. Das gleiche Prinzip. Genauso ist es halt eben hier halt auch. Nur, dass es sogar mal sein kann, dass pro Stunde tatsächlich mehrere Liter zusammenkommen, die dann abfließen müssen. Mit dem Schlauch kann das Kondenswasser dann von der Anlage ganz easy abgeleitet werden. Unten drunter wird mit dem vorgestanzten Loch das Ganze einfach eingeklickt und dann ist das Ding schon fertig montiert. Hier habe ich mir extra einen Abwasserschacht gelegt. Übrigens kannst du dir das auch super gerne mal anschauen, wie ich hier extra wegen den Wärmepumpen alles komplett umgebaut habe. Denn ich dachte ja, ich würde sowas eh niemals brauchen, bis ich dann ja doch irgendwann Interesse dran hatte und dann halt alles umbauen musste. Darum ja, wie immer der Tipp von mir, halte die Option direkt bei der Planung schon offen. Irgendwann kann es dann doch mal zum Wunsch werden, dass du irgendeine Erweiterung haben willst und bist froh um jeden Bypass oder irgendwo ein T-Stück, wenn du das vormontiert hast. Glaub mir ehrlich. Die Anlage haben jetzt beide drei Betriebsmodis. Einmal heizen, also du stellst deine Wunschtemperatur ein und die Anlage heizt, bis kein Wasser mehr durchfließt oder deine Wunschtemperatur halt eben erreicht ist. Dann gibt es den kühlen Modus. Der kühlen schützt deine PVC-Folie zum Beispiel davor, jetzt an wirklich heißen Tagen dauerhaft über 28 Grad zu kommen. Wenn das mal kurz so ist, mag das bestimmt kein Problem sein. Bei mir ist es aber mal längere Zeit so gewesen und dann hat die PVC-Folie Wellen geworfen und die kriege ich heute nicht mehr raus. Darum sehr intelligenter Modus. Dann gibt es noch den Automatikmodus. Der hält natürlich dann kalt und heiß entsprechend genau in der Mitte und entscheidet halt, ob er kühlt oder heizt. Sei aber vorsichtig mit dem Automatik- oder dem kühlen Modus. Wenn da Wasser von der Solaranlage durch diese Wärmepumpe durchfließt, wie das jetzt bei mir so ist, dann denkt die bei diesem Heißwasser, das da durchkommt, natürlich direkt mal, oh, der Pool ist zu warm und fängt an zu kühlen. Musst du bei deinem Anschlussplan einfach drüber nachdenken, darauf aufpassen. Bei mir hat sich das so ergeben durch die Umbauerei. Fragen genau jetzt dazu, dann ab damit in die Kommentare oder bei tomtut.de vorbeischauen, dann können wir uns darüber speziell gerne nochmal unterhalten. Die Pulsana Prime Anlage, die hat ein beleuchtetes Touch-Display. Das ganze Design ist eher klassisch mit einem sichtbaren Lüfter vorne auf der Frontseite drauf. Rein geht die Luft von hinten und erwärmt dann hier diesen Kühlkörper. Vorne bläst dann das Lüfterrad so richtig kalte Luft raus. Jetzt ist auch klarer, warum der Mindestabstand eingehalten werden muss, sonst kann einfach nicht optimal angesaugt bzw. halt entsprechend auch nicht die kalte Luft losgeworden werden. So. Die Bedienung ist hier einfach. Du machst die Klappe vorne auf und schaltest per Touch die Anlage einfach ein. Dann siehst du hier Temp-In für die Eingangstemperatur. Da sehe ich bei mir die Temperatur der Solaranlage jetzt zum Beispiel, weil das eben bei mir erst von der da oben kommt und dann meist ja schon heiß ist. Dann siehst du die Out-Temperatur und da ist es eben gleich, wenn die Anlage nicht heizt oder kühlt. Dann sieht man eben 1 Grad Unterschied oder 2 Grad, dass man weiß, die Anlage heizt jetzt zum Beispiel. An dem Fallen stellst du dir dann deine Wunschtemperatur ein. Bei Timer ein Beispiel. Nehmen wir jetzt mal an, deine Filterzeiten sind, ich weiß nicht, von 8 bis 12 Uhr mittags. Also das ist dann der Wasserdurchfluss natürlich gegeben. Den Timer der Wärmepumpe stellst du dann auf 10 bis 12 Uhr ungefähr ein. Einfach jetzt nur mal als grobes Beispiel und das wäre dann hier der Timer. So, du kannst aber auch eben sofort einschalten, statt den Timer zu verwenden, beziehungsweise dann entsprechend da halt auch einfach wieder ausschalten. Das Schalten der Wärmepumpe ist meist, wie gesagt, immer was verzögert, ist also völlig normal und es ist quasi gesund für die Technik, wenn sich das beim Ein- und Ausschalten etwas Zeit lässt. Ich sage aber auch gleich noch was zur Steuerung von der Wärmepumpe, also noch nicht wegschalten. Und übrigens, man sollte sich tatsächlich nicht auf so eine Anlage draufsetzen, aber mit dem Kamerading habe ich jetzt gerade kaum eine andere Wahl. Bei der Pulsana InVerPerfect ist eine LED-Anzeige und hier diese Sensortasten verbaut. Das Besondere bei der Pulsana InVerPerfect ist die Back-Discharge-Technik. Also dabei wird das Design so verändert und eben ist jetzt kein so großes Lüfterrad direkt vorne drauf mehr sichtbar. Die kühle Luft entweicht hier auf der Rückseite von dieser Full-Inverter-Wärmepumpe und an den Seiten wird die warme Luft eingesaugt und eben ja hinten dran entsprechend dann halt abgegeben. Diese Technologie ist übrigens recht neu und es zeichnet sich dahingehend wohl tatsächlich ein Trend ab, dass das alles entsprechend so eben gebaut wird. Noch eine Zusatzinfo, die Ausstattung der InVerPerfect hat direkt ein Wi-Fi-Modul integriert, was auch schon sehr cool ist. Die Pulsana InVerPerfect hat zudem zwei Leistungsmodi. Das ist einmal der Boost-Modus, der bringt dir schnellstmögliche Erwärmung bei einer intelligenten Optimierung der Heizkapazität. Die liegt da so bei 20% und 100% der Anlage. Und dann gibt es den Silence-Modus und der erreicht die geringstmögliche Betriebslautstärke, so 3 Dezibel leiser ungefähr, bei einer Heizkapazität zwischen 20% und dann nur 80%.
Achtung, die InVerPerfect ist dadurch jetzt aber auch eben keine sogenannte Stufen-, also Step-Inverter-Pumpe. Innerhalb dieser beiden Modis ist es immer noch die Technik einer Full-Inverter-Pumpe, was den Vorteil hat, dass die Anlage in beiden Modis sehr effizient die Heizleistung erzeugt aus deinem halt eben eingebrachten Strom. Wie versprochen, hier noch was zum Thema und auch direkt ein Praxistipp zur Steuerung von dann diesen Wärmepumpen. Wenn jetzt deine Wärmepumpe keine integrierte Zeitschaltuhr hat, dann würde ich jetzt nicht einfach eine externe Zeitschaltuhr nehmen, die da dranhängen und das Ding an- und ausschalten lassen. Warum? Zwei Gründe. Das erste ist, es ist nicht gut für die Anlage, wenn jetzt während dem vollen Betrieb plötzlich komplett der Strom weggenommen wird. Eine interne Zeitschaltuhr fährt nämlich langsam diese Wärmepumpe und ganz kontrolliert runter, weil sie weiß, ich habe nicht mehr viel Zeit, ich schalte schon mal vorher ab. Eine externe nimmt den Strom oder gibt den Strom. Tja, was aber machst du denn jetzt ohne eine integrierte Zeitschaltuhr an der Wärmepumpe? Du schaltest einfach deine Sandfilteranlage ein und lässt die Wärmepumpe dann quasi einfach mitlaufen. Solange wie jetzt Wasser durch diese Wärmepumpe durchläuft, wird auch geheizt. Und sobald deine Sandfilteranlage eben ausschaltet, erkennt das ein Durchflussschalter an dieser Wärmepumpe und schaltet dann die entsprechend kontrolliert aus. In den meisten steckt ja auch so ein Durchflussschalter mit drin, nur vielleicht jetzt in irgendwelchen kleineren Anlagen, so Quick-Up oder irgendwelche Frame-Pools, da vielleicht nicht. Das müsste ich mir aber auch selber mal anschauen. Solche kleinen Anlagen kenne ich jetzt aktuell persönlich nicht. Der zweite Grund ist wie bei manchen Poolrobotern. Es ist ja nicht richtig einfach Strom einzuschalten und dann läuft das Ding los, sondern bei einer Wärmepumpe musst du diesen Heizmodus ja nochmal aktiv einschalten. Die beginnt also eventuell nicht direkt von alleine anzufangen. Also bringt dir das ja gar nicht. Ich muss jetzt doch mal runter von der Wärmepumpe. Macht es jetzt eigentlich Sinn, die Wärmepumpe nachts zu betreiben? Ich meine, das liegt ja recht nahe zu sagen, in der Nacht, da hat das Ding genug Zeit, mir für den nächsten Tag den Pool zu erwärmen. Also grundsätzlich geht das. Warum sollte man die nicht einschalten können? Aber es ist natürlich mit einem deutlich geringeren Wirkungsgrad zu rechnen, da ja sogar im Hochsommer die Außentemperatur nachts sicher stärker sinkt, als sie eben tagsüber wäre. Es ist also weitaus ineffizienter bzw. effektiver, die Wärmepumpe tagsüber laufen zu lassen, wenn die Temperaturen schön hoch sind. Ich habe jetzt beide Wärmepumpen von Pulsana und dafür schon mal Dankeschön an Pulsana an der Stelle, dass ich die beiden Geräte hier testen konnte. Hat echt Spaß gemacht. Wie das dann im Endeffekt so war, welche Wärmepumpe bzw. ob ich eine behalten werde, das in einem anderen Video. Und ich bin froh, dass ich dir jetzt die beiden Modelle endlich mal vorstellen konnte und hoffe, dir Fragen damit beantworten zu können. Schalt noch nicht weg, warte noch kurz. Das Thema Poolerwärmung ist nämlich echt spannend. Beim Poolbau hatte ich über sowas wirklich nicht nachgedacht. Keine Chance. Das war ein ganz großer Fehler, wie ich das jetzt merke. Es ist ja schon gut und schlau von dir, dass du dich da jetzt vorher informierst. Halte dir, wie gesagt, immer Optionen offen durch einen Bypass mehr oder weniger. Das macht in dem Projekt kaum noch einen Unterschied und du bist super für die Zukunft gewappnet. Hast du jetzt noch Fragen oder so, dann freue ich mich von dir zu hören. Ab damit in die Kommentare, wie gesagt. Schreib mir auch gerne, welche Wärmepumpe du dir gekauft hast und vor allem mal ein, zwei Jahre danach, wie denn deine Erfahrungswerte so mit diesen Geräten sind. Denn das hilft ja auch mir weiter, Fragen von euch besser beantworten zu können. Dadurch lerne ich dann auch mehr dazu. Und jetzt würde ich sagen, habe ich tatsächlich doch jetzt genug erzählt. Danke, dass du noch dran geblieben bist. Das war Tom Tut. Bleib hart am Gas.